fish bone. Herzlichen Dank dafür, dass ich hier sprechen kann. Das tue ich sehr gerne. Ich wurde angefragt zu dem Thema, warum Antifeminismus und Rechtspopulismus so gut zusammenpassen. Dann genießt jetzt die erste Folie. Viel mehr so anschauliche Bilder gibt es in einem Vortrag nicht mehr, aber die stellen sozusagen, glaube ich, sozusagen die Thesen schon ganz gut dar. Das sind so, alle drei sind so Sharepics aus dem Internet von der AfD verwendet, mit dem Slogan Willkommenskultur für Kinder. Das hat sich irgendwann jemand von ihnen ausgedacht und das fanden die so gut, dass sie das immer und immer wieder verwenden. Also es gibt noch eine Vielzahl mehr davon. Und ich habe hier drei ausgewählt, wo man so sieht, worum es da geht. Zum einen sind die Motive natürlich, so bei dem ganz Linken sieht man sozusagen diese ineinander geschachtelten Elternhände und dann so Babyfüße, das soll so dieses traditionelle Familienbild darstellen. Rechts auch nochmal die liebende weiße deutsche Mutter mit dem kleinen Kind. Aber da sind natürlich auch schon die Andeutungen, was es dabei auch noch geht. Also der Name Willkommenskultur ist natürlich schon eine Anspielung auf den Herbst, Spätsommer 2015, als dieses Stichwort ja benutzt wurde, um die Haltung gegenüber nach Deutschland kommenden Flüchtenden zu beschreiben. Und da sagen die, nein, wir wollen jetzt die Willkommenskultur für Kinder statt für Massenzuwanderung in der Mitte. Das heißt sozusagen, ist klar, das ist alternativ. Entweder macht man aktivierende Familienpolitik, wie sie sagen, oder man ist offen für Migration. Und aus dem ganz Linken ist aber auch sozusagen ganz klar, da ist sozusagen endlich Gericht untersagt, Werbung für Abtreibungen. Also der Gießener Fall Hähnel wird da von der hessischen AfD affirmativ aufgenommen. Und damit ist auch schon so klar, worum es geht. Irgendwie, die interessieren sich für Familien- und Geschlechterpolitik oder für Geschlechterpolitik als Familienpolitik. Dabei soll es darum gehen, dass Kinder auf die Welt kommen. Klassische Forderungen der Frauenbewegung werden zurückgewiesen, genauso wie Migration zurückgewiesen wird. Und das ist so die Kernessenz. Ich habe mich jetzt überlegt, wie erzähle ich das jetzt hier, ohne in zu viele Doppelungen mit dem, was davor und danach kommt und kam zu kommen. Und meine Idee ist, ich dopple mich am wenigsten mit den anderen, wenn ich möglichst langweilig bin. Deswegen mache ich das so ganz klassisch politikwissenschaftlich, parteienforscherisch mit Bezug auf Parteien. In vier kurzen Schritten mache ich das. Erstmal sage ich, von welchen Parteien reden wir eigentlich, wenn wir hier auf Deutsch Rechtspopulismus sagen. Dann, welche geschlechterpolitischen Positionen beziehen diese Parteien. Warum passt das denn jetzt so gut zusammen? Und schließlich, wie entscheidet sich, welche Position die Parteien dann genau beziehen, weil so gleich ist das im internationalen Vergleich gar nicht, wie man denken könnte vielleicht. Okay, das, was in der deutschen Alltagssprache sehr oft als Rechtspopulismus bezeichnet wird, gibt es so in der internationalen Parteienforschung als Begriff nur am Rande oder nur selten. Viel öfter wird da gesprochen von der Populist Radical Right. Das heißt, in der Regel sind ja diese Parteien, die sind auch populistisch, aber vor allem sind das Parteien mit einem Programm, das man als rechtsradikal oder radikal rechts, auf Deutsch auch gerne völkisch-nationalistisch, bezeichnen kann. Und die haben nach der klassischen Definition von Carsten Mudde drei Kernideologien. Die erste heißt Nativismus bei ihm. Man könnte auch sagen völkisch-nationalismus oder vielleicht auch Ethnonationalismus. Das ist eine Art von Nationalismus, die in einer aggressiven Abwertung und Ausgrenzung von Minderheiten einhergeht. Also sozusagen und dann häufig ist dies dann ethnisch aufgeladen, das heißt sozusagen, es ist nicht so irgendwie nur eine Frage von Staatsbürgerschaft, sondern eine Frage von ethnischer Zugehörigkeit, wo dann irgendwelche Minderheiten ausgegrenzt werden wird. Als zweite Kernideologie nennt Mutter den Autoritarismus, verstanden als eine Orientierung an Traditionen, Hierarchien und Autoritäten, damit gleichzeitig auch eine Ablehnung von Individualismus oder Pluralität oder Diversität. Und als drittes Element nennt er eben den Populismus. Und der heißt in den allermeisten politikwissenschaftlichen Kontexten nicht das, was in der Alltagssprache heißt, dass er irgendwie unseriös Politik gemacht werde oder dass da Politik gemacht werde, wo unrealistische Sachen versprochen werden oder sowas, sondern Populismus heißt in der Politikwissenschaft in allermeisten Fällen, dass da so ein Gegensatz von dem guten Volk und den bösen korrupten Eliten konstruiert wird, zugleich mit der Forderung, endlich wieder die Volkssouveränität, die Herrschaft des wahren Volkes endlich wieder herzustellen, im Gegensatz zu diesem institutionellen Wischiwaschi, was wir aktuell haben. Und diese
drei Punkte zusammen sind dann eben die Parteien oder die Parteienfamilie der Populist Radical Right, die in der Alltagssprache oft als rechtspopulistisch dann bezeichnet wird. Und warum passt das jetzt so gut mit Antifeminismus zusammen? Das kann man an diesen drei Kernideologien kann man sich das relativ leicht ableiten, man kann es auch schon denken. Dieser Nativismus geht sehr stark von dem Gedanken aus, dass da so ein Volk, eine Nation besteht, die erhalten werden soll. Und wie soll die erhalten werden? Dadurch, dass sie sich vermehrt, dass sie immer wieder neue Kinder hat, dass eben diese Willkommenskultur für Kinder da ist. Da greift dann das, was der Kollege Andreas Kemper Familialismus nennt. Da heißt sozusagen, das ist dann diese Fixierung auf die Familie, die dann, wie es im Parteiprogramm der AfD heißt, die Keimzelle der bürgerlichen Gesellschaft ist. Also diese, da war der Grundsatzprogramm von 2017, da haben die auch schon dieses bürgerliche Attribut drin. Und darum dreht sich alles und das soll erhalten werden. Und daraus kann man noch nicht unbedingt einen Antifeminismus, aber zumindest einen Konflikt mit den Forderungen verschiedener Feminismen kann man daraus schon erkennen, wenn sozusagen diese Familie und das Kinderkriegen so im Zentrum stehen, besteht da zumindest ein inhaltlicher Konflikt. Noch direkter ist das beim Autoritarismus, weil genau diese Traditionen, diese Hierarchien, die da aufrechterhalten werden sollen oder die hochgeschätzt werden bei der Populist Radical Right, sind natürlich genau die Traditionen und Autoritäten und Hierarchien, gegen die sich zumindest die meisten feministischen Strömungen gewendet haben, so auch dass auch da so ein inhaltlicher Konflikt zumindest zwischen beidem besteht. Und der Populismus, und da geht es dann wirklich schon eher zu dem Antifeminismus über, dass es nicht nur so ist, dass man will was anderes als der Feminismus will, sondern der Feminismus wird dann auch explizit noch als Problem dann gefasst da drin, weil dann ist die Vorstellung, dass irgendwie das gute Volk und seine guten Werte, die sollen erhalten werden und das natürlich in Verteidigung gegen irgendwelche abgehobenen Elitenprojekte, die dem Volk das Leben schwer machen und diese Werte zersetzen. Und da zählen dann eben der Feminismus oder der Genderismus, wie einige sagen, oder andere sagen dann die Gender-Ideologie, zählen dann als solche Elitenprojekte, die dem Volk das Leben schwer machen, das kaputt machen. Und das, da gleiten wir schon ab von einer Position, die in einem Konflikt mit dem Feminismus steht, was noch nicht Antifeminismus ist, hin zu einem Antifeminismus, also zu einem Feindbildfeminismus. Und das wird noch durch andere in der radikalen Rechten sehr verbreitete ideologische Elemente verstärkt. Zum einen durch so ein Verschwörungsdenken der Antigenderismus oder beziehungsweise Antifeminismus hat ja sehr häufig sowas Verschwörungstheoretisches, als dann irgendwie so der Glaube ist, dass irgendwie auf den heute auch schon erwähnten Konferenzen von Kairo und Beijing, dass da irgendwie sozusagen die Gender-Ideologie beschlossen wurde und dass Gender Mainstream uns allen das Geschlecht wegnehmen soll. Das ist ja so verrückt, aber das ist eben Verschwörungstheorie, ist nicht nur verrückt und das ist sehr anknüpfungsfähig an so Denkformen, die auch in anderen Kontexten, also auch in Bezug auf Migration, wo der Glaube ist, dass dann irgendwie George Soros den großen Austausch organisiere und das hinter der Migrationspolitik stehe, oder der Attentäter von Halle hat dann wirklich geglaubt, dass die Menschen in der Synagoge von Halle, die er da erschießen wollte, diejenigen seien, die hinter der Migration stehen. Also er hat also im Manifest, oder in diesem Konvolut, das er da geschrieben hat, steht drin, ja viel leichter wäre es jetzt in eine Moschee zu gehen und da Muslime umzubringen, aber das hilft nicht, solange die in der Synagoge sitzen und immer neue Muslime ins Land holen, hilft es nicht, die Muslime umzubringen, also klingt so zynisch, so steht es da. Und, aber das ist ja auch genau dieses Denken, dass irgendwo in Halle in der Synagoge Leute sitzen, die Muslime nach Deutschland holen. Und diese Art zu denken informiert dann auch das Denken über Feminismus. Und das drückt sich dann, der ist jetzt sozusagen auf eine andere Ebene verschoben, dann auch in dem Personal aus, das am Rechtspopulismus irgendwie beteiligt ist. Die Zahlen variieren natürlich relativ stark von Land zu Land, aber so als ganz grobe Faustregel kann man sagen, dass 60% derjenigen, die Rechtsparteien wählen, sind männlich und so ungefähr 2/3 derer, die darin aktiv sind, sind männlich. Das ist von Partei zu Partei noch ein bisschen unterschiedlich, aber so als grobe Faustregel sind eigentlich immer mehr Männer. An der Stelle, sozusagen, wenn man auf die
wirklichen Geschlechterstrukturen derer, die da aktiv sind, eingehen. Vielleicht auch muss man natürlich zwei Kurzschlüsse vermeiden, weil also das sind Männerparteien und das sagt was über diese Parteien aus, aber man darf die nicht sozusagen, oder man, ich finde, man macht das falsch, wenn man sie an dem Maßstab misst, 50-50, weil das wäre ein Maßstab, das auch die allermeisten anderen Parteien in fast allen Ländern der Welt verfehlen würden. Aber sie verfehlen es noch gründlicher. Also man sieht das auch im Bundestag, ist die AfD die Partei mit dem höchsten Männeranteil, dem geringsten Frauenanteil, und dann stuft sich so ab über FDP und Unionsparteien bis zu Parteien, wo dann tatsächlich eine Parität herrscht. Und bei den WählerInnen ist natürlich nicht ganz so, also in Deutschland ist die Wahlanteilung mittlerweile fast ausgeglichen zwischen Männern und Frauen, noch eine sehr geringe Lücke. Und da ist aber die AfD eine Partei mit dem deutlichsten Geschlechterüberhang in diese Richtung. Der zweite Kurzschluss, den man da vermeiden sollte, ist zu glauben, dass die radikalen Rechtsparteien weniger von Frauen gewählt werden, weil die Frauen per se weniger rassistisch oder so seien. Darauf deuten die Umfragen leider oder egal vielleicht auch nicht hin, also sagen, die Ablehnung von Migration und Rassismus ist relativ gleich verteilt unter Geschlechtern. Andere ideologische Muster wie Autoritarismus oder Gewaltbereitschaft, Rechtsextremismus sind ungleich verteilt, die finden sich bei Männern eher. Was sich aber bei Frauen auf jeden Fall weniger findet, ist die Bereitschaft, aus der Ablehnung von Migration die Wahlentscheidung, die Wahlhandlung zu machen, auch solche Parteien zu wählen. Welche Positionen beziehen diese Parteien dann damit? Und dann finde ich dabei noch wichtig darauf hinzuweisen, dass die radikalen Rechtsparteien in Europa nicht alle die gleichen Positionen beziehen. Man kann das sozusagen so grob auf dem Spektrum, das auf den möglichen geschlechterpolitischen Positionen, die man beziehen kann, immer noch ein recht kleines ist, aber es ist ein Spektrum, das da ist. Das eine ist so ein wirklich eindeutiger Traditionalismus, zu sagen, die gute alte Geschlechterordnung, wo die Frau zu Hause am Herd ist, der Vater die Familie ernährt und dann möglichst viele Kinder auf die Welt kommen. Das gibt es in vielen Rechtsparteien, in vielen Ländern, insbesondere in Ost- und Mitteleuropa. Und dieser Traditionalismus ist sehr oft religiös artikuliert. Man sieht das zum Beispiel in Polen, wo dann auch sozusagen so ein katholischer Konservatismus sehr stark ist, der mit der Peace-Partei zusammenwirkt. Das heißt, das ist häufig sehr religiös aufgeladen, dieser Traditionalismus. Wobei es allgemein so ist, dass in diesen Rechtsparteien Religionen sehr häufig nicht so eine gelebte Form von Religiosität ist, wo es um theologische Inhalte oder theologische Reflexion geht, sondern vor allem eine Identifikation, die man sozusagen nach außen trägt, wo man sagt, ja, ich bin christlich und keine Ahnung, deutsch sein heißt christlich sein, was aber teilweise dann auch nicht mal den Positionen der Kirchen widerspricht. Das ist ein sehr lange bekanntes Paradox der Forschung zu Rechten, dass sozusagen die Identifikation mit der Religion sehr stark verbreitet ist, aber die Religiosität nicht immer so stark. Auf der anderen Seite steht das, was dann als modernisierte Tradition bezeichnet werden kann. Jetzt habe ich, ich bin immer so schlecht im Namen, genau das von Amesberger und Haltmeier, über den ich den Begriff, muss ich kurz einmal nach hinten gehen, womit gemeint ist, dass man schon ein traditionelleres Geschlechterbild hat als die allermeisten hier im Raum wahrscheinlich, aber es schließt schon ein, dass Frauen auch arbeiten gehen, dass Frauen berufstätig sein können, das wird damit in gewissem Maße gut geheißen, aber die Familie soll schon noch da sein. Jetzt ist hier so ein Schmunzeln im Raum, aber das kann man sagen, das ist ja auch reaktionär, aber ich glaube, man muss die Unterschiede zwischen den geschlechterpolitischen Positionen der dänischen Volkspartei oder der Partei für die Freiheit in den Niederlanden und der PiS in Polen, die muss man ernst nehmen und die muss man annehmen, dass das bedeutet was und das steht auch für was. Also man kann das belächeln, aber ich glaube, man muss es dem Gegenstand auch ernst nehmen. Und das geht dann häufig zusammen, auch wenn das nicht automatisch nur damit einhergeht, aber das geht besser zusammen, dieser heute auch schon angesprochenen femonationalistischen Abgrenzung gegen die regressiven anderen Männer, also die dann in Europa heute zumeist als muslimische Männer imaginiert werden, wo dann sozusagen, es heißt sozusagen, wir
verteidigen unsere Errungenschaften von relativer Gleichberechtigung gegen diese regressiven Horden, die da aus dem Osten kommen, die patriarchal sind, das wollen wir nicht. Und das ist auch, das ist, glaube ich, so ein sehr einfaches Ziel aus so einer kritischen Perspektive, die sowohl Antifeminismus als auch den Rechtsradikalismus für ein Problem hält, zu sagen, die widersprechen sich da total, das ist total albern, die sind selbst gegen Gleichberechtigung und greifen die Muslime dafür an, dass sie auch gegen Gleichberechtigung sind. Aber ich finde, man muss das ernst nehmen, das ist nicht unbedingt so ein einfacher, plumper Widerspruch, das ist eine Position, die man normativ abnehmen kann, lehnen kann, die man intellektuell für unbefriedigend halten kann, aber es ist eine intellektuell und normativ durchaus kohärente Position zu sagen, ich will dieses Maß an Gleichberechtigung, so viel Feminismus, das war gut, was die da jetzt machen, ist übertrieben und was irgendwie in Saudi-Arabien herrscht, da bin ich auch dagegen. Das ist sozusagen, also man kann da vieles von falsch halten, aber ich halte es nicht für absurd, bizarr, widersprüchlich. Und das finde ich, wenn man da so einfach drüber lacht, dann macht man sich zu einfach und trifft den Gegenstand vielleicht nicht so ganz. Und gleichzeitig muss man dazu natürlich auch sagen, mir ist kein einziger Fall bekannt, wo eine radikale Rechtspartei in Europa irgendeine progressive Geschlechterpolitik vertreten hätte, die über den Status quo hinausgehen würde. Also das ist nie sozusagen das höchste der Gefühle, ist immer die Verteidigung des Status quo und alles, was darüber hinausgeht, ist dann, wie es im Grundsatzprogramm der AfD auch heißt, ein falsch verstandener Feminismus. Also Feminismus taucht im Grundsatzprogramm der AfD einmal auf, nämlich dann geht es darum, ja, heute wird das Leitbild, dass die Frau berufstätig sein soll und das ist ein falsch verstandener Feminismus. Implizit steckt da drin, es gäbe einen richtig verstandenen Feminismus, der irgendwas Besseres macht. Worin genau der besteht, das lässt sich im Programm so nicht entnehmen. Und die einzigen, und es gibt, man findet immer so Elemente, wo Forderungen drinstehen, die man auch progressiv finden könnte, die aber immer gleich irgendwie anders auch gerahmt werden. Zum Beispiel heute Morgen wurde schon einmal angesprochen, die Position zu alleinerziehenden Müttern, die ist im Grundsatzprogramm sehr ambivalent, wo man auch sehr leicht erahnen kann, welche männerrechtlichen, christlichen oder sonstigen Gruppen da im Konflikt mitgeschrieben haben. Und da steht durchaus drin, dass irgendwie Alleinerziehende finanziell gestärkt werden sollen. Gleichzeitig steht direkt danach dann auch noch drin, dass auch die nicht nur die Alleinerziehenden, sondern auch die Unterhaltspflichtigen irgendwie dabei auch gestärkt werden sollen. Also wo man sich vorstellen kann, dass da männerrechtliche Forderungen drin stecken. Dann steht aber auch drin, dass aber das nicht irgendwie zum anstrebenswerten Ideal werden soll, dass Menschen alleinerziehend sind und die Familie dann doch noch mehr gestärkt werden soll. Das ist sozusagen die Hierarchie gleich drin. Man hat andere Elemente, zum Beispiel in Holland und Dänemark haben Rechtsparteien sozusagen so sich irgendwie gegen zu große Familien, dass sie rückschrittlich und schlecht sei, irgendwie ausgesprochen, kann man ja auch sagen, könnte man irgendeine Forderung von Selbstbestimmung drinnen stecken. Das ist dann aber immer unmittelbar damit verbunden, mit der Idee, diese Großfamilien, das sind doch die Migranten, die Muslime, und denen sollen wir nicht die sozialstaatlichen Förderungen dafür zukommen lassen. Das heißt, jede Forderung, wo man das Progressive dann finden könnte, ist dann gleich in irgendeinem regressiven ideologischen Rahmen eingebettet. Aber trotzdem gibt es da ein gewisses Spektrum. Bitte? Ja. Oder eben so familialistisch, das geht weiter. Und ich habe jetzt schon mal, also habe ich mehrfach gesagt, dass in Europa das unterschiedlich ist. Und es gibt in der politikwissenschaftlichen Parteienforschung so verschiedene Programme, die darauf zielen, Parteien nach verschiedenen Politikfeldern zu vergleichen, also aufzuschlüsseln. Und jetzt wollte ich das hier machen und bin darauf, PolitikwissenschaftlerInnen waren wir nicht überrascht sein gestoßen, dass das für Geschlechterpolitik nicht aufgeschlüsselt ist. Also sozusagen, da stehen so 50 Variablen, wo die Parteien aufgeschlüsselt sind. Geschlechterpolitik gehört nicht dazu. Ich habe mal versucht, so das Next Best Thing zu kriegen. Es gibt zum einen, also das kann ich jetzt keine, ich lerne, ich muss jetzt keine lesen. Das ist das, das ist der Chapel Hill Expert Survey. Also wenn in jedem Land werden so 8 Expertinnen oder Experten gefragt, wo steht die Partei in der und der Frage. Und was hier erstmal aufgetragen ist, ist auf der X-Achse, ist die Position zu Migration, also den Laserpointer sieht man darauf nicht, auf der X-Achse die Position zu Migration, auf der Y-Achse die sogenannte Gal-Tan-Position, das Gal steht für grün, alternativ, libertär, Tan steht für autoritär, nationalistisch und T weiß ich gerade nicht.
Und dann sieht man erstmal diese Parteien, weil sich alle rechts oben, also sind alle autoritär gegen Migration. Ich zoome hier jetzt quasi mal in den Bereich rein, wo die alle sind. Also die sind alle oberhalb von 7, heißt, die sind sehr stark gegen Migration und tendenziell eher auf der autoritär-nationalistischen Seite. Und da sieht man aber sozusagen hier auch, und das will ich auch in diesem Kontext nochmal unbedingt betonen, dass das primäre Thema der radikalen Rechten in Europa ist die Ablehnung von Migration und ist Rassismus. Antifeminismus ist für die alle wichtig, aber sowohl, wenn man die Wählerinnen und Wähler fragt, warum wählt ihr die Parteien, ist in erster Linie immer Migration, als auch, wenn man sich das, die Parteimaterialien der Mobilisierung anguckt, ist das erste Thema auch immer Immigration. Damit würde ich nicht sagen, dass jetzt Antifeminismus unwichtig sei, man muss, glaube ich, nur die Gewichtung sehen. Ja? Ja, genau. Nicht unsere. Ich bin jetzt gar nicht. Ich glaube, es ist Slowenien. Also es ist ein postkapitalistisches Land. Genau. Was jetzt hier noch kurz, was man hier sehen kann, ist, dass die Parteien, die relativ weit unten sehen, heißt, denen ist sozusagen dieses nationalistische, autoritäre, traditionelle, genau, traditionelles T. weniger wichtig, und da finden sich ausgerechnet Parteien aus Holland, Norwegen und nochmal Niederlande, und generell sind die skandinavischen und nordwesteuropäischen Länder eher unten, als denen diese die sind weniger traditionalistisch als viele Länder aus Zentral- oder Osteuropa. Das ist das, was man daran so einigermaßen sehen kann. Und da habe ich noch eine zweite Sache versucht, das ist aus einem anderen Forschungszusammenhang, wo Parteiprogramme untersucht werden. Wird quasi ausgezählt, bei jedem Satz wird kodiert, das ist jetzt ein Satz, da kennen die sich zu Traditionen, das ist ein Satz, da sagen die was zur ökonomischen Gleichheit, das ist ein Satz, da sagen die was über Außenpolitik oder so. Und da wird immerhin gefragt nach traditioneller Moral, was so das Nächste an Geschlechterpolitik dran ist, also da geht es genau um Familie. Und das habe ich hier einmal aufgetragen, dagegen, wie sehr die auf so einem National Way of Life stehen. Und was man hier ganz kurz sieht, ist, tatsächlich die AfD spricht so häufig über traditionelle Werte wie keine andere Partei hier drin. Und was wir hier aber auch dann wieder sehen, ist, dass die ganzen skandinavischen Parteien, also sowohl aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, sind alle auch hier relativ weit unten und sehr traditionalistisch und eher die Parteien aus Zentral- und Osteuropa. Da kann man so eine geografische Aufteilung sehen. Und hier habe ich noch einmal aufgetragen gegen so ein anderes Item, wo es geht, wie oft setzen sie sich für Gleichheit ein in ihrem Programm. Und da erkennt man vielleicht zur Überraschung oder nicht, dass einige Parteien auch sehr oft von Gleichheit sprechen. Und das ist leider, da fällt ökonomische Gleichheit und Geschlechtergleichheit in diesem Item in 1, das ist so kodiert. Und da steht aber zum Beispiel der Front National relativ weit rechts unten. Das heißt, wir reden sehr oft von Gleichheit und relativ selten von Tradition. Das ist sozusagen eine der traditionsreichsten radikalen Rechtsparteien, die woanders steht als die AfD, die sehr weit oben steht und sehr oft über Tradition redet und sehr selten über Gleichheit. Das heißt, man hat da große Unterschiede. Und jetzt ist die letzte Frage, die ich noch diskutiere, ist, woher kommen diese Unterschiede? Wie kommt es, dass die eine Partei diese und die andere Partei jede Position bezieht, obwohl wir die alle als populistische, radikale Rechtsparteien verstehen? Das erste ist, glaube ich, das offensichtlich und das Klarste, was sehr einleuchtend ist, wenn Parteien aus Skandinavien, Holland, Frankreich wenig traditionalistisch sind und die aus Ost- und Zentraleuropäischen Ländern eher mehr, ist, dass die irgendwie natürlich die Werte der Bevölkerung irgendwie ansprechen müssen und die erheben ihren Anspruch für die Bevölkerung, das Volk zu sprechen. Natürlich bilden sie immer irgendwie einen kleinen Teil daraus, dass sie müssen irgendwie einen Teil der Bevölkerung, 10, 20, 30% finden, die irgendwie eine Werte, eine bestimmte Position da vertritt und auf die sie sich dann beziehen können. Das heißt, das Erste und das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste, was so klar macht, warum in Holland oder Frankreich, wo die beim Gender Equality Index sehr viel besser abschneiden als andere Länder, die Rechtsparteien auch etwas weniger nationalistisch sind. Als Zweites kommt aber hinzu, dass es natürlich noch, das ist dann, was in der Politikwissenschaft die äußere Nachfrage, äußere Angebotsseite heißt, es gibt andere Parteien, die auch in demselben Gewässer fischen. Und dann ist so eine naheliegende Hypothese, ist, dass je nachdem, wo die stehen, werden sich die radikalen Rechtsparteien woanders hinstellen. Das heißt, wenn wir
irgendwie, zum Beispiel haben wir in Holland, da ist die beiden rechtsradikalen Parteien, also die Partei für die Freiheit und das Forum für Demokratie, die vertreten verhältnismäßig liberale Positionen. Man hat in Holland aber auch noch zwei sehr konservative religiöse Parteien. Da kann man sich vorstellen, weil die einen das sehr traditionelle geschlechterpolitisch abdecken, können die anderen oder beziehen die anderen eher die andere Position. Man könnte auch, Jule wird gleich über die Demo für alle sprechen. Da ist mein Eindruck auch, dass in Frankreich das auch durchaus von der konservativen Partei hat es da relativ viel Zuspruch noch bei der damaligen UMP gefunden. In Deutschland machen die bei der CDU weniger Stiche. Und dann ist es naheliegend, dass die AfD dann da dichter dran rückt, während der Front National sich vielleicht woanders positioniert. Und dann, je nachdem, wie sich die anderen Parteien dann positionieren, wird sich die Rechtspartei etwas anders positionieren. Und dann am Ende, das, was dann auch noch entscheidend ist, ist, dass es in den Parteien Kämpfe darum geben wird, wo die sich ausrichten, die immer so oder anders ausgehen könnten. Also wir haben, das haben wir heute Morgen schon bei Ursula Bösel insbesondere gehört, Andreas Kemper wüsste auch noch viel zu berichten, dass in der AfD diese Parteien familienpolitisch so sind, hat viel mit bestimmten religiös-fundamentalistischen Netzwerken zu tun. Und das ist aber kontingent. Wenn diese Netzwerke zu der Zeit irgendwie was ganz anderes zu tun gehabt hätten oder in der CDU gesessen hätten oder so, dann wären die vielleicht nicht in der AfD gewesen und dann würde die AfD heute vielleicht irgendwie eine noch stärker von irgendwelchen Männerrechtern geprägte Position betreten und beziehen. Und man kann das auch historisch durchaus so, oder man kann es an dem Parteimanifest, wie gesehen, auch so wirklich kann man sagen, okay, diesen einen Satz, den haben wir als Männerrechter geschrieben, den einen Satz, da haben jetzt bestimmt Fundamentalisten dahinter gestanden. Man kann das spekulativ recht gut rekonstruieren, könnte wahrscheinlich auch aus Protokollen oder aus den Parteitagen auch rekonstruieren. Das heißt, das sind wirklich Kämpfe und das ist nichts, was sich irgendwie auf eine Struktur groß zurückführen lässt. Und dann sozusagen letzter Versuch, habe ich noch einmal versucht, das auch so darzulegen, zu sagen, also hier ist jetzt auf der X-Achse aufgetragen der Gender Equality Index, also wie gut nach diesem EU-Index die Gleichberechtigung im Land fortgeschritten ist und auf der Y-Achse, wie traditionell die Rechtsparteien dort aufgestellt sind. Und wir sehen, meine Hypothesen tragen in diesen Zahlen nicht sehr weit, die Linie ist nicht sehr schräg. Ich würde vermuten, dass es relativ stark daran liegt, dass diese Zahlen auf der Y-Achse eben nicht wirklich die geschlechterpolitische Position der Parteien abbilden. Also wenn man da irgendwie die PiS oder die Fidesz oder die Jobbik sieht, stehen die eigentlich relativ weit unten, das heißt, die sprechen im Programm nicht sehr viel von Tradition, wenn man sich ihre Politik anguckt, dann würden die viel weiter hochrücken und dann wäre die Linie auch schiefer und ein bisschen besser wird es mit der schiefen Linie, wenn wir dieses andere Programm nehmen und gucken, wie die auf der Galtan-Ebene stehen. Aber auch da klappt das nicht. Ich würde trotzdem behaupten, dass meine Hypothese funktioniert, dass es daran liegt, wie die Geschlechterposition in dem Land insgesamt ist. Und danach die anderen abkommen. Und damit wäre ich am Ende.